Du bist richtig. Egal, wie viel du isst. Du bist richtig. Selbst wenn du zu viel gegessen hast. Du bist richtig und gut. Du musst nicht warten auf einen Zustand in der Zukunft. Du darfst jetzt glücklich sein. Ja, du bist gut. Und auch dein Körper ist gut. So wie er ist. Du bist schön. Und zwar schon jetzt. Mit dir ist alles in Ordnung. Selbst dein Essdruck ist eine normale Schutzreaktion deines inneren Kindes. Aber heute bist du erwachsen und du erlaubst dir, diesen Schutzmechanismus Stück für Stück aufzulösen. Du bist fürsorglich mit dir selbst. Und du kannst nun alle Gefühle, die in dir aufsteigen, zulassen und fühlen. Die Angst vor deinen Gefühlen ist nur eine kindliche Angst. Du könntest den Schmerz nicht aushalten. Aber du bist erwachsen. Du kannst es. Und es ist gerade die Begegnung mit dem Schmerz, die ihn verwandelt. Was immer auch in dir hochkommen möchte, darf durchlebt und durchfühlt werden. Du weißt, dass du es kannst. Du bist jetzt erwachsen und stark genug, dein inneres Kind an die Hand zu nehmen. Du darfst jetzt um deine nicht erfüllten Bedürfnisse trauern. Alles Unausgesprochene darf gesagt, alle Tränen geweint werden. Du bist voller Verständnis. Für dich selbst und dein eigener bester Freund. Du hältst dir selbst liebevoll die Hand. Wenn du alles durchlebst und durchfühlt hast, bemerkst du diese unglaubliche Freiheit, diese Leichtigkeit in dir.
bist grenzenlos frei. Du bist ein freier Mensch, voller Selbstliebe. Du bist richtig, egal wie viel du isst. Du bist richtig, selbst wenn du zu viel gegessen hast. Du bist richtig und gut. Du musst nicht warten auf einen Zustand in der Zukunft. Du darfst jetzt glücklich sein. Ja, du bist gut. Und auch dein Körper ist gut. So wie er ist. Du bist schön. Und zwar schon jetzt. Mit dir ist alles in Ordnung. Selbst dein Essdruck ist eine normale Schutzreaktion deines inneren Kindes. Aber heute bist du erwachsen und du erlaubst dir, diesen Schutzmechanismus Stück für Stück aufzulösen. Du bist fürsorglich mit dir selbst. Und du kannst nun alle Gefühle, die in dir aufsteigen, zulassen und fühlen. Die Angst vor deinen Gefühlen ist nur eine kindliche Angst. Du könntest den Schmerz nicht aushalten. Aber du bist erwachsen. Du kannst es. Und es ist gerade die Begegnung mit dem Schmerz, die ihn verwandelt. Was immer auch in dir hochkommen möchte, darf durchlebt und durchfühlt werden. Du weißt, dass du es kannst. Du bist jetzt erwachsen und stark genug, dein inneres Kind an die Hand zu nehmen. Du darfst jetzt um deine nicht erfüllten Bedürfnisse trauern. Alles Unausgesprochene darf gesagt, alle Tränen geweint werden. Du bist voller Verständnis für dich selbst und dein eigener
bester Freund. Du hältst dir selbst liebevoll die Hand. Alles durchlebt und durchfühlt hast, bemerkst du diese unglaubliche Freiheit, diese Leichtigkeit in dir. Du bist grenzenlos frei. Du bist ein freier Mensch, voller Selbstliebe. Du bist richtig, egal wie viel du isst. Du bist richtig, selbst wenn du zu viel gegessen hast. Du bist richtig und gut. Du musst nicht warten auf einen Zustand in der Zukunft. Du darfst jetzt glücklich sein. Ja, du bist gut. Und auch dein Körper ist gut. So wie er ist. Du bist schön. Und zwar schon jetzt. Mit dir ist alles in Ordnung. Selbst dein Essdruck ist eine normale Schutzreaktion deines inneren Kindes. Aber heute bist du erwachsen und du erlaubst dir, diesen Schutzmechanismus Stück für Stück aufzulösen. Du bist fürsorglich mit dir selbst. Und du kannst nun alle Gefühle, die in dir aufsteigen, zulassen und fühlen. Die Angst vor deinen Gefühlen ist nur eine kindliche Angst. Du könntest den Schmerz nicht aushalten. Aber du bist erwachsen. Du kannst es. Und es ist gerade die Begegnung mit dem Schmerz, die ihn verwandelt. Was immer auch in dir hochkommen möchte, darf durchlebt und durchfühlt werden. Du weißt, dass du es kannst. Du bist jetzt erwachsen und stark genug, dein inneres Kind
an die Hand zu nehmen. Du darfst jetzt um deine nicht erfüllten Bedürfnisse trauern. Alles Unausgesprochene darf gesagt, alle Tränen geweint werden. Du bist voller Verständnis für dich selbst und dein eigener bester Freund. Du hältst dir selbst liebevoll die Hand. Wenn du alles durchlebt und durchfühlt hast, bemerkst du diese unglaubliche Freiheit, diese Leichtigkeit in dir. Du bist grenzenlos frei. Du bist ein freier Mensch, voller Selbstliebe. Du bist richtig, egal wie viel du isst. Du bist richtig, selbst wenn du zu viel gegessen hast. Du bist richtig und gut. Du musst nicht warten auf einen Zustand in der Zukunft. Du darfst jetzt glücklich sein. Ja, du bist gut. Und auch dein Körper ist gut. So wie er ist. Du bist schön. Und zwar schon jetzt. Mit dir ist alles in Ordnung. Selbst dein Essdruck ist eine normale Schutzreaktion deines inneren Kindes. Aber heute bist du erwachsen und du erlaubst dir, diesen Schutzmechanismus Stück für Stück aufzulösen. Du bist fürsorglich mit dir selbst. Und du kannst nun alle Gefühle, die in dir aufsteigen, zulassen und fühlen. Die Angst vor deinen Gefühlen ist nur eine kindliche Angst. Du könntest den Schmerz nicht aushalten. Aber du bist erwachsen. Du kannst es
Und es ist gerade die Begegnung mit dem Schmerz, die ihn verwandelt. Was immer auch in dir hochkommen möchte, darf durchlebt und durchfühlt werden. Du weißt, dass du es kannst. Du bist jetzt erwachsen und stark genug, dein inneres Kind an die Hand zu nehmen. Du darfst jetzt um deine nicht erfüllten Bedürfnisse trauern. Alles Unausgesprochene darf gesagt, alle Tränen geweint werden. Du bist voller Verständnis für dich selbst und dein eigener bester Freund. Du hältst dir selbst liebevoll die Hand. Wenn du alles durchlebst und durchfühlt hast, bemerkst du diese unglaubliche Freiheit, diese Leichtigkeit in dir. Du bist grenzenlos frei. Du bist ein freier Mensch, voller Selbstliebe. Du bist richtig. Egal wie viel du isst. Du bist richtig. Selbst wenn du zu viel gegessen hast. Du bist richtig und gut. Du musst nicht warten auf einen Zustand in der Zukunft. Du darfst jetzt glücklich sein. Ja, du bist gut. Und auch dein Körper ist gut. So wie er ist. Du bist schön. Und zwar schon jetzt. Mit dir ist alles in Ordnung. Selbst dein Essdruck ist eine normale Schutzreaktion deines inneren Kindes. Aber heute bist du erwachsen und du erlaubst dir, diesen Schutzmechanismus Stück für Stück aufzulösen. Du
bist fürsorglich mit dir selbst. Und du kannst nun alle Gefühle, die in dir aufsteigen, zulassen und fühlen. Vor deinen Gefühlen ist nur eine kindliche Angst. Du könntest den Schmerz nicht aushalten. Aber du bist erwachsen. Du kannst es. Und es ist gerade die Begegnung mit dem Schmerz, die ihn verwandelt. Was immer auch in dir hochkommen möchte, darf durchlebt und durchfühlt werden. Du weißt, dass du es kannst. Du bist jetzt erwachsen und stark genug, dein inneres Kind an die Hand zu nehmen. Du darfst jetzt um deine nicht erfüllten Bedürfnisse trauern. Alles Unausgesprochene darf gesagt, alle Tränen geweint werden. Du bist voller Verständnis für dich selbst und dein eigener bester Freund. Du hältst dir selbst liebevoll die Hand. Wenn du alles durchlebst und durchfühlt hast, bemerkst du diese unglaubliche Freiheit, diese Leichtigkeit in dir. Du bist grenzenlos frei. Du bist freier Mensch, voller Selbstliebe. Du bist richtig. Egal wie viel du isst, du bist richtig. Selbst wenn du zu viel gegessen hast. Du bist richtig und gut. Du musst nicht warten auf einen Zustand in der Zukunft. Du darfst jetzt glücklich sein. Ja, du bist gut. Und auch dein Körper ist gut. So wie er ist. Du bist schön. Und zwar schon jetzt. Mit dir ist alles in Ordnung.
Selbst ein Essdruck ist eine normale Schutzreaktion deines inneren Kindes. Aber heute bist du erwachsen und du erlaubst dir, diesen Schutzmechanismus Stück für Stück aufzulösen. Du bist fürsorglich mit dir selbst. Und du kannst nun alle Gefühle, die in dir aufsteigen, zulassen und fühlen. Die Angst vor deinen Gefühlen ist nur eine kindliche Angst. Du könntest den Schmerz nicht aushalten. Aber du bist erwachsen. Du kannst es. Und es ist gerade die Begegnung mit dem Schmerz, die ihn verwandelt. Was immer auch in dir hochkommen möchte, darf durchlebt und durchfühlt werden. Du weißt, dass du es kannst. Du bist jetzt erwachsen und stark genug, dein inneres Kind an die Hand zu nehmen. Du darfst jetzt um deine nicht erfüllten Bedürfnisse trauern. Alles Unausgesprochene darf gesagt, alle Tränen geweint werden. Du bist voller Verständnis für dich selbst und dein eigener bester Freund. Du hältst dir selbst liebevoll die Hand. Wenn du alles durchlebt und durchfühlt hast, bemerkst du diese unglaubliche Freiheit. Diese Leichtigkeit in dir. Du bist grenzenlos frei. Du bist ein freier Mensch, voller Selbstliebe.